Im letzten Video habe ich bereits erklärt, dass wir unsere Gene in gewisser Weise beeinflussen können, indem wir unseren zweiten genetischen Code, das Epigenom, verändern. Für alle, die das letzte Video noch nicht gesehen haben, unbedingt reinschauen, denn es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich. Und wie genau das jetzt funktioniert, also wie zum Beispiel bestimmte Krankheiten verhindert werden können, die durch epigenetische Veränderungen entstehen und wie wir unsere biologische Uhr zurückdrehen können und tatsächlich messbar jünger werden, das schauen wir uns jetzt an. Also unbedingt müssen wir in der Runde bleiben, denn das Beste kommt zum Schluss, naja, und ein bisschen in der Mitte auch. Fangen wir direkt mal an mit einer Frage an euch. Wer von euch hat schon einmal den Begriff Nutrigenomik gehört? Nutrigenomik. Ja, schwieriges Wort. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht hat sich der eine oder andere ja schon mal damit beschäftigt. Für all diejenigen, die diesen fancy Begriff noch nicht gehört haben, kein Problem, das klären wir jetzt. Denn Nutrigenomik ist einfach gesagt ein Wissenschaftszweig, der sich damit beschäftigt, wie sich Nahrungsmittel und deren Bestandteile auf unsere Genexpression auswirken. Das heißt, was unsere Gene dementsprechend hervorbringen werden. Auf molekularer Ebene betrachtet also, welche Wechselwirkungen diese Nährstoffe mit unserem Epigenom eingehen. Wie ich euch ja in meinem letzten Video erklärt habe, hat unsere Ernährung und unser Lebensstil maßgeblich Einfluss auf unsere Genexpression, indem epigenetische Veränderungen durch Methylierungs- und Acetylierungsvorgänge an der DNA stattfinden, ohne diese dabei selbst zu verändern. Das habe ich im letzten Video genauestens erklärt. Schlechte Ernährungsformen, wie zum Beispiel zu viel Zucker, Transfettsäure, Giftstoffe wie Pestizide, Stress, Schwermetalle, können nachweislich die epigenetische Veränderung verursachen, die sich über längeren Zeitraum ansammeln und letztlich zur Entstehung von alltagsabhängigen Krankheiten wie Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Und diese Veränderungen wirken sich, wie gesagt, auch auf das Epigenom unserer Nachkommen aus. Schauen wir uns also, mit welchen Strategien wir unser Epigenom verändern können, um Krankheiten vorzubeugen und uns epigenetisch zu verjüngen. Krankheiten und Zellalterung entstehen durch epigenetische Veränderungen, die in unserer DNA entweder zu einer Hypermethylierung, also durch vermehrte Anlagerung von zu vielen Methylgruppen oder durch zu wenig vorhandene Methylgruppen entsteht, was dann zu einer Hypomethylierung führt. Hier sehen wir zum Beispiel die Methylierungsmuster im Vergleich zwischen einem jungen und einem alten Mensch, wie diese aussehen. Wenn bestimmte Gene, die zum Beispiel für die Unterdrückung von Krebszellen zuständig sind, im Laufe des Alters vermehrt methyliert werden, können diese nicht mehr aktiviert werden und wir bekommen beispielsweise Krebs. Und das passiert dann nicht nur mit den sogenannten Tumorsuppressor-Genen, sondern auch mit Genen, die zum Beispiel für andere Reparaturmechanismen zuständig sind. Die Konsequenz, wir altern und werden krank. Um diese Veränderungen in unserem Epigenom nun rückgängig zu machen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine davon ist beispielsweise eine verminderte Kalorienaufnahme, beispielsweise Nahrungsaufnahme, auch als Caloric Restriction bekannt. Wie wir ja mittlerweile hoffentlich alle wissen, sind maßgebliche Fastenperioden mitunter das Wirksamste, was wir tun können, um lange fit und gesund zu bleiben. Diese Methode wird in der Wissenschaft sogar als der Goldstandard bei Interventionsstudien der Altersforschung bezeichnet. Durch die verminderte Kalorien, aber auch Nährstoffaufnahme, werden in unserem Stoffwechsel nun bestimmte Signalwege aktiviert, die zu einer Erhöhung der Autophagie führen, also der Zellreinigung. Und zusätzlich werden Gene aktiviert, wie zum Beispiel Sirtuine, welche genau die enzymatischen Fähigkeiten aufweisen, um epigenetische Veränderungen an unserer DNA zu bewirken, die wiederum einen lebensverlängernden Effekt aufweisen. In einer Studie des Max-Planck-Instituts konnte beispielsweise gezeigt werden, dass Mäuse, bei denen das SIRT7-Gen künstlich ausgeschaltet wurde, deutlich schneller altern als die Kontrollgruppe. Außerdem zeigen die Mäuse eine Wirbelsäulenverkrümmung, erhöhte Entzündungsprozesse sowie eine verminderte Regenerationsfähigkeit auf. Schauen wir uns dazu nochmal eine klinische Studie an. Wir haben zum Beispiel eine Studie gefunden, sehr aktuell übrigens vom letzten Jahr, die zeigte, dass durch verminderte Kalorienaufnahme das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung massiv gesenkt werden konnte. Das Interessante hierbei ist, dass die Teilnehmer dieser Studie junge Menschen zwischen 21 und 50 Jahren waren, die weder übergewichtig waren noch Vorerkrankungen hatten. Die Gruppe mit der Kalorienrestriktion konnte alle metabolischen Risikofaktoren wie erhöhtes Cholesterin und erhöhter Blutdruck signifikant senken. Cholesterin ist nicht per se schlecht, dazu habe ich ebenfalls ein Video gemacht. Schaut euch da gerne mein Blutwerte-Video nochmal an, dort gehe ich nochmal genau darauf ein. Zusätzlich konnten Entzündungsparameter wie zum Beispiel das C-reaktive Protein und die Insulinsensitivität verbessert werden und damit besser
Zucker aufgenommen werden bzw. verstoffwechselt werden. Wenn man nun schon bei Anführungsstrichen gesunden Menschen solche Ergebnisse hervorrufen kann, schauen wir doch mal an, was bei Menschen wie bereits mit erhöhtem Risiko passiert. Bei der vorherigen Studie mit den gesunden Probanden wurde die reduzierte Kalorienaufnahme über 2 Jahre beobachtet. Hier wurde die Intervention bei übergewichtigen Frauen mit einem polyzystischen Ovariensyndrom durchgeführt, was unter anderem mit dem metabolischen Syndrom zusammenhängt und einem gestörten Stoffwechsel. Die Teilnehmerinnen dieser Studie wurden in 3 Gruppen aufgeteilt. Die erste Studie machte Intervallfasten, die zweite Gruppe machte Intervallfasten in Kombination mit Ausdauertraining und die dritte Gruppe Intervallfasten in Kombination mit Kraftausdauer. Und obwohl diese Studie nur über 8 Wochen durchgeführt wurde, konnten auch hier wieder deutliche Effekte erzielt werden. Das Spannende daran ist, dass alle metabolischen Risikofaktoren sich in allen 3 Gruppen verbesserten, also auch in der, die nur Intervallfasten machten. Was wir hieraus schlussfolgern können, dass das Fasten, Intervallfasten oder auch einfach nur eine verminderte Kalorienaufnahme über eine kurze Zeit das biologische Altern verringern kann und einen positiven und sogar schützenden Effekt gegen zahlreiche Risikofaktoren aufweist, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier seht ihr einmal eine kleine Zusammenfassung, einen Überblick über den Effekt von unterschiedlichen Ansätzen der Kalorienrestriktion auf verminderte Krankheiten und die lebensverlängernden Effekte. Ich zähle euch mal ein paar davon auf und um deutlich zu machen, wie weitreichend dieser Effekt doch ist. Neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson, Osteoporose, Arthritis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes, Krebs und nicht zu vergessen, ein längeres und gesünderes Leben im Prinzip. Also im Prinzip alles. Am besten, ihr drückt euch jetzt einfach nochmal aus und nehmt es bei eurem nächsten Arztbesuch einfach mal mit und sagt, Moin Meister, schau mal, was ich hier habe. Wichtig, Kalorienrestriktion kann nur über einen bestimmten Zeitraum vonstatten gehen, da euer Körper sonst keine Reserven mehr hat und er Stress bekommt. Untergewichtige sollten ohnehin davon Abstand nehmen und je weniger man isst, desto mehr sollte man leere Kalorien vermindern und auf hochwertige Lebensmittel setzen, denn eine temporäre Kalorienrestriktion heißt nicht Mangelernährung, sondern einfach nur Mahlzeitenfrequenzreduktion. Schauen wir uns jetzt einmal an, welche Nährstoffe bzw. Wirkstoffe zu einer positiven Veränderung unseres Epigenoms beitragen können und auch zum Beispiel bei der Entstehung und Prävention von Krebs eine wichtige Rolle spielen. In diesem Review habe ich für euch eine wunderbare Übersicht gefunden. Sehr wichtige Vertreter sind hier natürlich wieder Polyphenole und Antioxidantien wie Genistein aus Sojabohnen, Resveratrol aus Trauben und Erdnüssen und natürlich auch Epigallocatechin-Galat, MPC, aus dem Grüntee. Weitere Nährstoffe, die eine wichtige epigenetische Rolle bei der Krebsprävention spielen, sind Folsäure aus grünem Blattgemüse, Zink, Alpha-Linolensäure, zum Beispiel aus Leinsamen oder natürliche Omega-3-Quellen, zum Beispiel EPA und DHA. Und dies sind jetzt nur die protektiven Effekte dieser Substanzen bei Krebs. Die Auswirkungen auf andere Erkrankungen und unser biologisches Alter sind mindestens genauso beeindruckend. Am effektivsten sind epigenetische Veränderungen vor allem während des frühen Keimzellentwicklung und der Embryonalentwicklung, da am Anfang die meisten epigenetischen Muster festgelegt werden. Aber auch im späteren Verlauf unseres Lebens lassen sich damit eindrucksvolle Veränderungen erzielen. Dazu werde ich euch am Ende des Videos noch eine absolut krasse Studie zeigen und vorstellen, die tatsächlich geschafft hat, das biologische Alter der Probanden innerhalb weniger Monate um mehrere Jahre zurückzusetzen. Aber bevor wir uns dieser Studie widmen, will ich noch einmal auf eine Substanz eingehen, die meiner Meinung nach extrem wichtig ist und nämlich die Rolle von Vitamin D. Und dazu kommt auf jeden Fall auch nochmal ein separates Video, was unsere Regierung eigentlich mit uns hier macht, was für einen Wahnsinn sie mit uns treibt. Vitamin D spielt bei so vielen Stoffwechselprozessen eine wichtige Rolle und hat auch extreme epigenetische Auswirkungen auf unsere Zellalterung. Hier mal ein Beispiel im Tiermodell. Das ist wirklich sehr beeindruckend und spricht eigentlich für sich alleine. Eigentlich muss ich zu diesem Bild nichts mehr sagen, oder? Aber als kurze Erklärung, auf der linken Seite sehen wir eine Maus, deren Vitamin D-Rezeptor künstlich ausgeschaltet wurde, sodass sie von ihrer Geburt an eine chronische Unterversorgung mit Vitamin D hatte. Auf der rechten Seite sehen wir eine Maus, deren Vitamin D-Rezeptor VDR, ganz normal funktioniert. Nach 4,5 Monaten sieht man bereits schon klare Unterschiede, aber die Unterschiede nach 8,5 Monaten sind einfach nur heftig. Die Tierstudie natürlich nicht 1:1 auf den Menschen übertragen werden können, schauen wir uns jetzt einmal in einer klinischen Studie auf Placebo kontrolliert dazu an. Hier wurden untersucht, welche Auswirkungen eine Vitamin-D-Supplementation auf das epigenetische Alter von übergewichtigen Afroamerikanern
hat. Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe enthielt 600 internationale Einheiten Vitamin D pro Tag. Die zweite Gruppe 4000. Und die dritte Gruppe erhielt ein Placebo, und zwar über 16 Wochen, also 4 Monate. Untersucht wurde dann die Methylierungsmuster der DNA zu Beginn und 4 Monate nach der Vitamin D-Gabe. Das biologische Alter wurde dann anhand der Howard-Clock-Methode bestimmt, die ich ja bereits in meinem ersten Video erklärt hatte. So, nun zu den Ergebnissen. Die Teilnehmer, die 4000 internationale Einheiten pro Tag erhalten, das heißt viermal so viel, wie überhaupt in Deutschland überhaupt erlaubt ist, konnte nach 4 Monaten eine biologische Verjüngung von 1,85 Jahren aufweisen. Liebes Deutschland. Holy shit, sage ich dazu. Ne? Ich denke, wenn Jens Spahn das hören würde, würde er ganz schön wild durch die Unterhose atmen. So, machen wir mal weiter. Eine mögliche Erklärung dafür ist höchstwahrscheinlich die Interaktion von Vitamin D auf die Telomerase-Aktivität. In einer Studie zuvor konnte gezeigt werden, dass Vitamin D die Telomerase-Aktivität deutlich erhöhen konnte. Zu Telomerase habe ich ebenfalls schon mal ein Video gemacht, 1999 wahrscheinlich, jetzt glaube ich schon 4 Jahre her. Und wie wir mittlerweile wissen, sind die Telomere die Schutzkappe unserer Chromosomen und spielen eine zentrale Rolle im Alterungsprozess. Kurze Telomere werden zum Beispiel mit chronischen Krankheiten in Verbindung gebracht und spiegeln sich sogar in unserer Hirnstruktur wider. Wie ihr seht, gibt es eine Vielzahl von Wirkstoffen und Substanzen, die durch Wechselwirkungen mit unserem Epigenom und Genaktivität beeinflussen könnten und damit, wie schnell wir altern und ob wir an bestimmten Krankheiten erkranken oder ein langes Leben und gesundes Leben führen könnten. Und das Ganze ohne Medikamente. Lieben Gruß an Herr Spahn und die Jungs von der Pharma. Was geht bei euch? So, zum Schluss will ich euch noch die letzte und heftigste Studie einmal hier vorstellen. Schauen wir mal rein. Diese Studie ist zwar nur begrenzt aussagekräftig, weil es nur 9 Teilnehmer waren und es auch kein Placebo gab. Allerdings hat es trotzdem für die Publikation im Nature Journal gereicht, da es bisher nirgends solche Ergebnisse wirklich gab. Wie gesagt, 9 freiwillige Teilnehmer enthielten in über einen Zeitraum von 12 Monaten, ein komplettes Jahr, eine Kombination aus verschiedenen Wirkstoffen. Einmal ein bestimmtes Wachstumshormon, Human Growth Hormone, und 2-gängige Diabetesmedikamente, unter anderem Metformin. Das ist auch das, was der Sinclair sich immer reinpfeift, ist aber in Deutschland verschreibungspflichtig. Die zellulären epigenetischen Veränderungen zeigt nach 12 Monaten Anwendung eine Verjüngung von 2,5 Jahren. Auch das Immunsystem und der Thymus der Teilnehmer hatte sich verjüngt. Da wir uns aber nun keine Wachstumshormone spritzen wollen, was im Übrigen auch ein erhöhtes Diabetesrisiko hervorruft, deswegen ja auch für die Verbindung der Probanden zusätzlich Diabetesmedikamente bekamen, schauen wir doch mal, was wir auf natürliche Weise dort machen können. Und dort wäre zum Beispiel das, wie von oben genannt, das Fasten bzw. Intervallfasten zu nennen. High Intensity Interval Training, das heißt hohe Intensitäten, ja, den Körper immer wieder fordern, sich anzupassen, ja, zu wachsen, damit er nächstes Mal dem Reiz trotzen kann. Dazu habe ich ebenfalls auch ein Video gemacht, warum man jetzt kein Gemüse essen sollte. Könnt gerne nochmal reinschauen. Ausreichend Schlaf, da die Ausschüttung hauptsächlich nachts stattfindet, diese Hormone. Ausreichend Melatonin natürlich bilden, von daher Blaulicht vermeiden, keine hochglykämische Nahrung nach dem Training. Wenn ihr ein extra Video zum Thema wissen wollt, was die Wachstumshormone auf natürliche Weise erhöht, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare und wir werden uns überlegen, ob wir uns dazu nochmal für euch hinsetzen und das Ganze tot recherchieren. Dankeschön fürs Zusehen bis hierhin. Würde mich sehr freuen, auf purazell.de vorbeizuschauen und mich dabei zu unterstützen. Dankeschön, bis gleich.